Was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Vorsicht. Nein, bitte! Ich will nicht sterben! Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Stirb schnell, kleiner Wichser! Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Scheiße! Vito, bring uns hier raus! Ah, verdammter Rauch! Hey, sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Hey, Vito, gib Gas. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, so Chemie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus gehen? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Wenn du so weitermachst, hast du Henry auf dem Gewissen. Geh doch mal weg da. Bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Hey, Henry, nicht einschlafen. Halt durch. Ja. Halt durch, Kuh. Wir sind gleich bei der Grenze. Ich kann jetzt schon das Luflake riechen. Die Tube, sonst verreckt Henry noch. Dann kannst du ihn beerdigen.
Ito, das ist das Haus. Hack direkt davor. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Ach, John. Wartet. Hier für dich, für den Job, nimm es. Das kann doch warten. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Nee, der scheiß Maler. Du hast genug Geld, um die Schulden eines Vaters zu tilgen. Besuche deine Schwester. Vito, hey, wie geht's dir? Psst, nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge, alles bestens. Danke, Vito, danke. Schon okay. Ich hau wieder ab, ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Geh nach Hause. Nein, war ein Scheuer. Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Mit den Bullen im Nacken kann ich da nicht hin. Alles klar. Ich muss die Cops abschütteln.
Kapitel 6. 20 frohen Mutes. Kapitel 5 abgeschlossen. Gut genutzte Zeit. Little Italy, 26. Februar 1945. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass Sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land Sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rausbauen. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Machen, du Hurensohn! Tut mir leid. Was ist? Nichts sprechen, unsere Sprache? Ich bring sie dir bei! Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los! Geh auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe! Zweit! Hey, Blödmann! Ich sag's nicht zweimal! Ab in die Reihe! Ja, da kriegen sie was mit Damen ja in die Gewalt. Ne? Nicht doch, nicht die Chance, ne? Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lasche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir.
Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf! Okay, Abmarsch. Ey, du Saftsack, tu, was man dir sagt.